Ja, Axel, ich habe gerade im Spaß gesagt, also der Spitzenreiter hat nicht geschafft, ein Tor gegen uns zu erzielen. Da musste schon die eigene Mannschaft ein bisschen helfen, ne? Wieso wurde das als Eigentor gewertet, oder? Also wir haben schon gesehen, was da im Protokoll steht, wollen wir aber nicht drüber reden. Das ist mir eigentlich egal. Ich versuche halt noch den Ball zu klären. Wir haben es halt vorher nicht geschafft. Dann kommt er mit der Hacke dran. Ich versuche den noch zu klären, komme nicht mehr dran. Ist ein bisschen unglücklich, aber am Ende des Tages gab es auch noch ein, zwei andere Chancen, wo der Gegner hätte ein Tor machen können. Von daher, wie das jetzt entstanden ist, ist so oder so ärgerlich. Aber ja, das Unentschieden nehmen wir mit. Ich glaube, es gibt viele gute Dinge auch und die anderen werden wir auch analysieren. Es war wirklich ein verdammt ausgeglichenes Spiel. Also ihr habt keinen Schritt zurückgestanden gegenüber dem Tabellenführer, die ja heute wiederum ohne Niederlage geblieben sind. Und wir haben aber auch eine schöne Serie dagegen zu setzen. Wie weit überrascht dich das, wie gut Energie Cottbus in dieser dritten Liga mithalten kann? Überraschend tut es mich nicht. Ich glaube einfach, dass was mich freut, ist, dass die Mannschaft halt jetzt, nachdem, wenn nur ein, zwei Spiele gewinnst, dann kann das ganz schnell auch wieder zu Ende sein. Aber wir haben es jetzt geschafft, ich glaube, zum sechsten Mal in Folge nicht zu verlieren. Und das ist in dieser Liga nicht selbstverständlich. Das, glaube ich, kann man sehen. Jeder Gegner ist sehr, sehr gut und man kann jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Natürlich hätten wir auch heute gerne gewonnen. Ich glaube, die Möglichkeiten waren auch da. Aber wenn man das gesamte Spiel betrachtet gegen eine sehr gute Mannschaft, muss man sagen, das ist ein Punkt, den wir auch mitnehmen und den wir uns am Ende des Tages auch trotzdem hart erkämpft haben. Ich glaube, dieses Unentschieden war heute mehr verdient als das noch in Hannover. Ja, wobei in Hannover, da fand ich halt eher, dass man auch so dem Siegtreffer nicht so nah war. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Hannover das Spiel gewinnen kann. Ne? Also das ist schon nochmal ein anderes Spiel gewesen. Hier fand ich es von beiden Teams ein sehr hochklassiges Spiel, sehr kampfbetont. Ich glaube, es gab unterschiedliche Phasen. Gerade nach dem 1-1 war Sandhausen ein bisschen am Drücker. Wir haben aber leidenschaftlich verteidigt. Da gab es auch Phasen, wo man das Publikum dann extrem wieder gespürt hat. Von daher, glaube ich, war das ein Spiel, was dem Tabellenplatz der zwei Mannschaften auch gerecht wurde und am Ende halt meiner Meinung nach auch eine gerechte Teilung der Punkte. Dem kann man sich nur anschließen, ja. Nun geht ja mit einer super Serie ins Erzgebirgsstadion schon am Dienstag. Aue mit drei Niederlagen in Folge steht ganz anders da. Wie ist da die Konstellation? Habt ihr Sorge, dass Aue jetzt Schaum vor der Gusche und alles raushaut, egal gegen wen und erst recht gegen den Ostnachbarn? Naja, motiviert werden sie sein, das steht außer Frage. Aber ich glaube schon, dass es ein Stück weit auch so ist, dass wir mit, zum einen können wir mit sehr viel Selbstbewusstsein antreten. Zum anderen ist es eine hitzige Atmosphäre. Abendspiele sind immer besonders, konnte man jetzt auch in Osnabrück erleben. Und da war die Situation ähnlich. Vielleicht, also ne, auch ein paar Niederlagen am Stück. Und da ist natürlich Druck auf dem Kessel, wenn wir es da schaffen, von Beginn an da zu sein, von Beginn an zu zeigen, dass wir die Mannschaft sind, die heute hier oder an dem Dienstag dann dominieren will, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch Früchte tragen kann und das wird das Ziel sein. Aber trotzdem ist uns bewusst, dass Aue eine gute Mannschaft ist und es wird ein spannendes Spiel. 17 Punkte in so kurzer Zeit, begeisternd. Und ich glaube, man sollte nicht fahrlässig werden und überheblich und lustig, locker, locker, jetzt geht's so weiter. Immer noch Zähne zusammenbeißen und alles raushauen. Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt 10 Spiele von 38, also da ist wirklich noch sehr viel, was passieren kann. Und ich glaube, es ist für uns einfach wichtig, dass wir jetzt die Anfangsphase so genutzt haben und gerade nach den ersten zwei Niederlagen einfach sehen konnten, dass wir mit der Art und Weise, wie wir den Fußball interpretieren, in dieser Liga sehr gute Chancen haben. Aber es braucht halt sehr, sehr viel. Und wir können uns nie ausruhen in keinem Spiel. Wir müssen alles reinhauen. Und von daher ja, es ist auch wichtig, dass die Mannschaft, jeder Einzelne wird seine Spielminuten bekommen, dass wir da wechseln können, auch in englischen Wochen. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen gezeigt und das gibt uns viel Aufwind für die kommenden Spiele.